Guten Tag, hier spricht euer Peter. Die Gebiete, finde ich, sind nicht groß, aber haben was Gutes, finde ich. Ja, das ist nicht schlecht, finde ich, die Gebiete hier. Sind klein und fein, muss man ehrlich sagen. So, Leute. Und jetzt müssen wir nur wieder rausgehen. Jetzt müssen wir nur wieder rauskommen, Leute. Und dann haben wir es wieder gepackt, Leute. Aus diesem Gebiet. Ich finde, die Gebiete machen Spaß. Sind klein und fein, aber was ein bisschen ist, man merkt halt, sie sind halt ein bisschen komplexer. Man kommt halt, man findet halt schwer rein und wieder raus. Das muss man sagen, das ist das muss man sozusagen. Haben wir da was vergessen? Oh, all die Speere sind nicht so mein. Ich bin lieber so ein Schwert oder, wie gesagt, Dolche besser. Die finde ich besser zum Kämpfen, finde ich. Kann man schneller kämpfen. So, jetzt hauen wir hier aus dem Gebiet ab. Und dann... So Leute, jetzt müssen wir irgendwie so hoch wieder hochkommen. Wieder hoch und dann haben wir dieses Gebiet auch erledigt, Leute. Und dann können wir jetzt sozusagen die andere zwei Sachen von drüben, die so. Boah, endlich wieder. Schwefelfreie Luft, Leute, ne? Boah, alle hier, alle, das war heftig. Hier irgendwo ist auch noch was, Leute. Ich jetzt sage immer speichern, Mann. Na, ja, können doch nicht speichern, aber okay, dann. Können wir speichern? Na, können die davon auch für die Dinger speichern? Das ist halt blöd, dass man auf den Schiffen nicht speichern kann, Leute. So, Pfeile. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir mal gucken, was da unten ist, weil ich... Weil irgendwie, ich könnte,
Weil irgendwie ist doch was, weil es waren das gleiche. Weil da müsste doch irgendwas sein, ein Pfeiler der Toten, weil es war das gleiche wie da, Leute. Altar der Toten. Oder vielleicht ist er doch. Weil wenn wir doch gucken, da ist einer und da ist. Leute, schaut mal da oben. Da ist was, Leute. Okay. Alter, hier ist aber eine Luft. Das ist. Wir stellen keine Fragen. Ich werde hier auch nicht. Alter, sind die Hardcore, Leute. Wart mal kurz. Okay, haben wir mal die erledigt. Das Wissen der Götter wird sich in der Unterwelt als nützlich erweisen. Ah, okay.
Ja, aber... Aber das ist noch die Überlegung. Was ist das, die Pfeile? Das ist jetzt noch die große Frage. Was sind die Pfeile? Okay, du... Weil... Du musst... Du isst irgendwas, Leute. Mit den Pfeilern isst irgendwas, Leute. Da ist mit den Pfeilern ist irgendwas, aber was genau? Das ist jetzt die Frage, Leute. Ist das jetzt was oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Haben wir da irgendwas noch übersehen? Weil die haben wir ja schon, die Höhle. Haben wir da irgendwas übersehen, Leute? Das ist jetzt die Überlegung. Haben wir doch was übersehen, Leute? Du müsst doch mal... Du musst doch irgendwas sein, glaube ich. Aber was, das ist jetzt die große Frage. Oder machen wir endlich, Leute, wir erkunden weiter die Gebiete. Weil sozusagen, wir haben hier... Wir haben ja hier noch ein paar Gebiete zu erkunden, Leute. Und vielleicht sieht man das dann hier. Kriegt man dann irgendwie eine Mission oder so und dann gucken wir einfach nur. Weil... Du isst bestimmt was, Leute, aber das würde ich zu. Dann würde ich echt sagen, Leute, warten, tun wir erst noch ein bisschen hier noch die Welt erkunden, Leute, hier die Gebiete nochmal. Weil wir haben ja nur noch ein Gebiet, wo wir noch machen müssen, Leute. Und wir haben noch ein, Gebiet haben wir noch. Das Gebiet müssen wir, ja noch komplett fertig machen. Und dann müssen wir ja wieder zurück hier in das Gebiet, Leute. Weil da war ja auch nichts. Und schauen wir einfach mal. Steht's vielleicht, sage Leute. Wir lassen uns mal überraschen. Tun die Gebiete nochmal frei. Und weiter Sache erkunden, Leute. Und dann schauen wir einfach weiter. Oh, hier sind noch ein paar Fragezeichen.
Okay. Kleiner Pott gefunden, Leute. So ein klein, nur ein kleiner Bug gefunden, Leute. So ein kleiner, nur so ein kleiner Bug gefunden. So zu sagen. Dass man halt jedes Gebiet mal erstmal freigeschaltet. Und die Schnellreisepunkte haben, Leute, weil die brauchen wir natürlich, um weiter hier im Spiel voranzukommen, Leute, finde ich erstmal. Erstmal voranzukommen und dann schauen wir ja weiter. Sieht aber schon heftig aus, das Gebiet hier, was wir hier haben, Leute. Und dann müssen wir ja noch die Leute... Okay, okay. Ein Vorteil ist, Leute, hier ist es gut, weil hier sind, gehen wir mal die, ah, hier sieht's gut. Ja, aber hier in dem Gebiet sind weniger Leute. Oh. Okay, wo ist denn er? Ein neuer Gefallen. Geschmicherte Athen von Athen. Hell, oh, alter Helm des der Gefallen, okay. Okay, den brauchen wir. Den brauchen wir. So ein tödlicher Freund. Der Giftmischer, okay, der Giftmischer könnte ein Problem werden. Alter, hier über. Alter, wo. Ah, das heißt, wenn wir die Dinger haben, wäre es natürlich. Ist halt jetzt schlecht, die Giftmischer. Alter, das ist so lecker hier, Leute. So was für lecker. Okay, in. Komm mal dich in Ruhe lassen, Alter, du vergiftest hier das ganze Gebiet hier, Leute.
Alle sucht uns immer, alter Mann. Ah, Mist, da du bist. Ja, aber Alter, mit dem Giftmischer ist er echt heftig, finde ich. Alter, die Giftmischer ist auch schon heftig, finde ich, so ein Giftmischer. So ein Giftmischer ist schon nicht ohne. Und wir sind ja auch nicht schlechte Giftwaffen, wir sind auch gute Giftwaffen. Aber ich glaube, er ist ein besserer Giftmischer. Oh cool, kurz mal ausschnaufen, Leute. So, den zweiten Gefallenen können wir jetzt. Hopp, alle, hopp, komm, Junge. Hör auf, einfach die Gifte hier auf uns zu. Wir räumen hier ein bisschen auf, Leute. Allah, ja, endlich, Junge, endlich gibst du auf. Das war der Auftragsmörder, der versucht hat, Politiker in Athen zu vergiften. Aha. Aha, aha, aha. Oh Gott, Mann, oh, Alter, was wir jetzt erfahren, Leute, das ist nicht schlecht. Oh, ah,
das heißt, wir müssen, wie gesagt, müssen wir, glaube ich, die Dinger immer finden, Leute. Glaube ich, die... Das glaube ich, wir müssen die Ding. Ja, man muss immer die Dinger finden, Leute. Die Leute, okay. Okay, dann gucken wir mal, wo. Sieht man das? Mal gucken, wo man denn. Wo. Aber ich würde fast sagen. Ah, guck mal, Leute. Passt doch optimal, Leute. Dann machen wir einfach den Weg da runter weiter. Und so holen wir uns ihn weiter. So holen wir uns ihn. Und somit tun wir langsam unsere Rüstung verbessern. Nein, unsere gefallene Rüstung. Wiege der Unterwelt. Wiege der Unterwelt. Aber Leute, ich würde sagen, die Wiege der Unterwelt machen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.